Guten Mittag, ich bin Sally von der DSM Sciences Naturelles und ich bin heute zu Gilstreff bei der zukünftigen neuen Schule am Herr Racken, Architekt vom Bâtiment Public, den er heute befreien über die neue Schule vom Alte Arbeit beantworten. Ja, ich bin Patrick Racken, ich bin Architekt bei der Bautenverwaltung und Chef des Projekts vom Chantier vom neuen Lycée Agricole. Wenn ich kann, dann eigentlich genau hierhin geplant gehen. Plenaraktion, die also vier Gesichter im Sommer. Für natürlich zu einem Zeitpunkt, wo kein Schüler an dem alten Gebäude sind, dann noch nach kein Schüler an dem neuen Gebäude. Den alten Jahr ist unter anderem auch die Schule für die kleinen Berufe und da leider es natürlich auch im Herzen. Und du wolltest mich fragen, inwiefern die auch um die Umweltaspekte mit drunter gedacht hat. Natürlich schon mal auch und die gedacht, denken los speziell. Gerade für diese Lycée, wo der ein relativ großes Grünfleisch hat, mit Pflanzen, was viel gesehen an einem Betonsreservoir sozusagen Trinkwasser zu sammeln, was dann zum Beispiel kann genutzt wird, an der Pépinière zu nutzen oder auch den Arboretum. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, da denke ich an Photovoltaik, die auf den Flachdächern wird installiert gehen für den Strom zu machen. Wir haben eine ziemlich gute Isolation von den Gebäuden, für eben so man wie möglich Energie nach außen zu gehen am Winter. Technik, wo man probiert, soweit es geht, zu reduzieren an den Gebäuden. Zum Beispiel die Lüftung oder auch die Kühlung wird größtenteils durch natürliche Lüftung gemacht und auch durch natürliche Kühlung sozusagen, weil an der Nacht im Sommer die Fenster abgehen, für eben die kalte Luft dran zu kriegen und so das Gebäude zu kühlen. Und wenn die Gäste mit dem Bau von der neuen Schule angefangen? Mein Bau hat 2016 am Mai angefangen. Wie sind Gebäudeketten angedeutet und riskieren wir als Schüler, uns so nicht zu verlaufen? Ich denke, das ist ziemlich gut organisiert, was die Gebäude angeht. Wir haben im Ganzen sind es 7 Gebäude, wo der Rechano wird, könnte verlaufen. Aber das wird sicherlich nicht der Fall sein. Ich weise vielleicht ein kurz herum. Das heißt, sind die 7 Gebäude, wir nennen es nur im Moment A, B, C. Dann haben wir den D, das ist die Fliegel, den die 3 tote Gebäude mit mir verbinden. Hier Gebäude E, wo Atelier dran sind. Gebäude F, wo größtenteils Garagen und auch Heizungen dran werden kommen. Und den Gebäude G, die Gewächshaus sozusagen, wo Zerren sind. Geht es dann auch um Sitzplätze, wo die Schüler während der Pause und auch nur der Schule sich können abhalten? Ja, natürlich. Das ist auch hier, wie bei allen Lyceen, ein Restaurant vorgesehen, wo der mit das Zierste kriegt. Die Restaurants sind auch so organisiert, dass man von da aus auf eine Terrasse rauskommen. Von der Terrasse dann also es möglich, eben über Sitzstufe sich zu sitzen. Und auch für dann von dort aus weiter über den Sitz trippeln. Zum Beispiel denke ich gerade um den Arboretum, der noch ein interessanter Platz ist, für ein bisschen durchzuspazieren. Ein anderer Punkt ist die Bibliothek. Bibliothek also meist stark und einen ganz flotten, hellen Raum mit einer ganz interessanten View über die Kirche. Vielen Dank, Herr Recken, dass ihr Zeit von dort für euch zu beantworten.